Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon 3D. Lange nicht mehr gesehen und doch wiedererkannt, war Andi? Hoffen wir es doch mal. Jo, jetzt bist du wieder weiter vom Mikro weg. Komm mal näher ans Mikro. Nähere dich, wir beißen schon nicht. Komm her. Willst du mich näher haben? Komm her, Andi. Willst du mich näher haben? Komm. Nee, Leute, wir gehen wieder auf Reisen mit Gunther. Gunther. Laden wir das Game. Ich weiß gar nicht, wo haben wir das letzte Mal aufgehört, Alter. Ich glaube, wir wollten gerade in die Arena reingehen. Ich spiele lokal, ich danke. Wunderbar. Übrigens, mein neuer Rechner, Freunde, das heißt, es läuft hier alles ein kleines bisschen flüssiger als auf meinem alten Rechner. Dieses Mal auch in 720p, im echten 720p. Und wir hatten hier im Pokécenter aufgehört, richtig. Es geht in die Area. Du meinst in die Arena? In die Area. In die Area Arena. In die Area. In die weißt du, wer der erste Arenaleiter ist? Falco? Falk, der Vogel-Pokémon-Arschloch-Trainer. Der mit dem Vogel. Falco? Ja, Leute, wie gesagt, das letzte Mal hat Andi gezockt, jetzt bin ich wieder dran. Ah, stimmt ja, du hattest ja Feurigel zu einem Igelava entwickelt. Und dann würde ich mal sagen, brauchen wir noch irgendwas im Voraus zu machen oder können wir jetzt eigentlich wirklich bereit hier rein? Check doch mal die Pokémon, ob da alles okay ist, ob wir alle unsere krassen Viecher am Start haben. Das muss man mir natürlich nur noch erklären, wo Start nochmal war. Ich glaube, es war... Ja, nee. Nee, das war Eskappe. Enter? Null auf dem Numpad? Die ganze Zeit. Leertaste? Irgendwie. Wenn Null die Taste ist, haben wir ein Problem, weil Null ist meine Aufnahmetaste. Wenn das ich da jetzt drauf drücke, geht die Aufnahme aus. Irgendeine F-Taste? Ich sehe nix. Ich Idiot, muss ja im Dunkeln spielen. Ich drücke jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ah, warte! Frag mich nicht, wo die Taste war. Ich habe auf irgendwas gedrückt. Ich glaube, es war die E-Taste oder sowas bestimmt. Oder F. Pokémon. So, wir haben Spike, wir haben Butterfliege, wir haben Stecher, wir haben Snadra. Wer zum Geier kam auf den Namen Snadra? Ist aber ich egal. Ich habe Sandra falsch geschrieben. Hoppla und Ratatat. Rat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 . Läuft bei dem. Schön. Jetzt sagt mir bitte einer. Okay. Ah, alles klar. Direkt neben WASD haben wir die. Wow, ja, jetzt bin ich reingegangen. Das war aber gar nicht die Arena. Na, Jungs? Alles gut bei euch? Ihr hier im euren Holzhaus. Hallo, ich suche die Arena. Bin ich hier richtig? Ich weiß gar nicht. Hatten wir mit denen gesprochen? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja. Lass die alten. Wir quatschen ja immer zuerst mit allen. Okay, warte. Sobald wir in die jeweilige Stadt kommen, so. Hast du Pokémon 3D vermisst, Andi? Irgendwie schon so ein bisschen, weil vor allen Dingen, die haben jetzt neue Updates reingeworfen und den ganzen Scheiß und es wird immer interessanter. Da haben wir das Gym, das Gymnasium. Ich habe immer früher gedacht, Gym hieß Gymnasium. Lass mal ein paar Streber hauen gehen. Da hier hinten waren wir auch schon. Was man jetzt natürlich mal zeigen muss, ich nehme jetzt mal die Maus, denn im Gegensatz zu Andi spiele ich ja hauptsächlich mit der Tastatur. Dieses Logo hier vom, ich glaube, das ist der Laden, ne? Das ist der Markt. Das ist der Pokémarkt. Das ist Liebe zum Detail, muss man mal sagen, ne? Es dreht sich auf jeden Fall wunderschön. Ja, es ist 3D. Und guck mal, wir haben sogar Sterne oben im Himmel, das ist ja wunderschön. Wir haben sogar Pixel oben im Himmel. Jetzt haben wir einen romantischen Moment gerade, möchtest du mir irgendwas sagen? Weißt du, wie das aussieht, Andi, als wenn jemand mit einem Radiergummi da hingegangen ist und einfach mal bei Paint. Zerstör ihn nicht! Ah, schön. Das erinnert mich an... Liebe ihn und er lässt mich einfach nur eiskalt liegen, du Arschloch. Das erinnert mich an Montagsmaler. Ja, das stimmt. Die Parts, die enthält euch Andi, glaube ich, heute immer noch vor. Besser ist das. So, da sind wir. Unsere erste Arena, Leute, in diesem wunderbaren, schönen Let's Play. Gucken wir doch mal, was der... Wie sieht der denn aus? Da versteckt er sich. Komm, Andi, du bist dran. Mittlerweile übrigens haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die NPCs in meinem Wechsel sprechen werden, weil in dem fertigen LP haben wir dann doch gesehen, dass wir uns oft ins Wort gefallen sind. Da durch Skype, wenn jemand spricht, der andere irgendwie stumm geschaltet wird, was totaler Quatsch ist. Deswegen, damit das nicht mehr passiert, werden wir die NPCs in meinem Wechsel sprechen. Also, Andi... Ich würde dir jetzt einfach mal die Rolle des Strebers für immer zuschreiben. Das danke ich dir. Ich glaube, das passt zu dir und die kannst du super rüber. Ich fühle mich geehrt, danke. So. Nein, da so kannst du ihn auch anquatschen, ja. Hey, I'm not a trainer, but I can give some advice. Believe me, if you believe me, a champion dream can come true. You believe? Well, listen. The grass type is weak against the flying type. Keep this in mind. Danke. Wir glauben ihm mal. Jetzt weiß ich, wie ich Pokémon-Meister werde. Einfach, weil er es kann und weil er uns so oft drum gebeten hat. Je öfter er es erwähnt, desto mehr glauben wir ihm. So, ja, stimmt, ne? Und seit Falco wann ist ja Gras gegen Vogel uneffektiv? Das sind Käfer, du Vollidiot.
Gras. Noch gibt's keine Gras-Pokémon. Let me see if you are good enough to face Falcon. Falkner, ich weiß gar nicht Falkner. Falkner? Hallo, Herr Falkner. Hört sich an wie ein schlechter Mathelehrer. Immer kein Knoffenser. Habitag. So, mal gucken, was du hier mit meinem Arm Spike gemacht hast. Ich sei erstmal Level 11, ey. Heftig. Ja, du hast doch mit Spike den kompletten Knoffenser-Turm gemacht, ne? Ja, natürlich. Und mit Butterfliege. Butterfliege. So, dann hauen wir jetzt mal rein. Was war Smokescreen? Das war, glaube ich, Rauchwolke hieß das im Deutschen. Ja, genau. Quick Attack? Schnelle Attacke? Mach mal lieber. Ruckzuck-Hieb, ne? Ja, aber ich glaube, damit killst du ihn jetzt nicht, oder? Doch. Aha. Natürlich. Spike, Alter, der brennt doch schon. Wenn der einmal irgendjemand antackelt, Alter, steht er doch so vor dem Flammen. Wenn man logisch denkt. Birdkeeper Ape was defeated. Arschloch. This can't be true. Wie wir es ja auch noch alle arm machen. Ohne Scheiß, stell dir mal vor, was für ein finanzielles System das ist. Du läufst durch die Gegend, verprügelst irgendwelche Trainer und kriegst dafür noch Kohle, wirst dafür noch bezahlt. Oh, und ihre Handynummer. Und ihre Handynummer gibt's da natürlich auch. The keyword is gods. Ja, du hast auf jeden Fall keine, dude. Those are training nights and day to become bird Pokémon masters. Dude, come on, dude, mit einem scheiß Vogel-Pokémon wirst du keinen Pokémon-Meister. Das kannst du vergessen. Der Birdkeeper. Vor allem mit einem scheiß Taubsi, Alter. Nix gegen Taubsi. Also ich musste sagen, ich mochte damals die Vorentwicklung ein bisschen mehr als die späteren Entwicklungen. Ich musste sagen, Taubos... Wobei ich immer noch der Meinung bin, Turok fickt... Turok. Turok fickt alle mit den Dinosauriern und so. Turok. Ja, Turok fickt sie alle. Weißt du, irgendein Lappen bei dir unter dem Video geschrieben hat, dass Glurak besser ist. Glurak ist auch besser, das ist keine Plan. Ahnung. Ihr habt einfach keinen Plan, Alter. Alter, Glurak ist the Plan, shit, Freunde. Alter, the shit. Du hast gar keine Ahnung. Guck mal. Turtok, glaub mir, stellen Turtok und Glurak gegeneinander, glaub mir, Glurak verliert. Guck mal, nach dem also Taubsi, so das erste Mal schon so eine gute Idee war, hat er noch einen Taubsi gebracht. Ja. Er wird Pokémon-Meister mit seinen scheiß zwei Taubsis. Ist jeder hätte schon kommen. Und du, wenn er so weiterentwickelt, hat er zwei Tau-Bosses. Die habe ich damals geil gefunden, allein wegen dem Design, bis mir aufgefallen ist, dass Vogel-Pokémon echt ein Scheiß-Typ ist. Naja, aber jeder hatte ein Vogel-Pokémon dabei aufgrund von Fliegen, ne? Ja, aber mit... Gut. Er ist auf jeden Fall in den Farbtopf gefallen mit den Haaren, aber okay, los geht's, Leute, unser erster Arena-Kampf. Let's get ready to fight! I'm Falkner, the Violet Pokémon Gym Leader. People say you can clip flying type Pokemon's wings with a jolt of electricity. Jolt. I won't allow such insults to Pokemon birds. I'll show you the real power of the magnificent bird Pokemon! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Taubsi! Stimmt, Level 11. Ich weiß gar nicht mehr, was der hatte. Ich glaube, der hatte auch einen Taubboga, meine ich. Aber gut, dass du Spike vorher nicht nochmal heil gegangen bist. Das läuft. Ja, Quatsch, habe ich nie gemacht, Alter. Das ist für Waschlappen. Für Waschlappen. Wenn wir jetzt gleich sterben... Für Waschlappen. Sterben ist auch für Waschlappen. Alter, zur Not haben wir immer noch Butterfliege. Wenn nichts klappt, holen wir Butterfliege. Lass ruhig unser Spike. Und dann flutscht der Sieg einfach nur dahin. Alter, ist nicht dein Ernst, ne? Das stimmt ja, wir haben ja den höchsten Schwierigkeitsgrad eingestellt. Ja, erfolgreich, gut, dass... Da war doch was. Super, so kann man natürlich uns auch Lebenszeit stehlen. Ruckzuck-Hieb, oder so. Also von Stats her werden wir ja auch ein bisschen stärker sein als ein verficktes Taubsi. Ja, aber der hat noch einen Hohtod oder irgendwie so. Guck mal, der brennt auch. Alter, ey, was hat der für einen Mohawk? Wie geil. Dude, der ist Level 16, ne? Just saying. Ah, schön. Ja, läuft. Noch zwei Hits und wir sind tot. Bete. Bete zu Gott, dass er einmal nicht trifft oder irgendeine Attacke macht, die Stats verändert. Was auch immer Rope ist, was ist Rope? Repel war das. Hast du keine Heil-Items? Check nochmal nach. Geh nochmal rein. Jetzt nach rechts. Potions. Ja, rein damit. Spike, gib hier. Restored Potions. Bla, there are not Potions left. Hä? Ja, ist okay. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ist okay. Gut. What the fuck? Soll ich nochmal Ruckzuck-Hieb machen, in der Hoffnung, dass wir... Ja, natürlich war es ein Critical Hit. Wir haben keine Potions mehr, das war die letzte. Medical for... Antidot hilft uns wenig. Hilft uns gerade gar nichts.
Wir sind nicht irgendwie so eine Art Explodierer, so eine Granate, die man vielleicht Tauburger vor die Nase hauen könnte. Nein? Nee, okay. Du kannst einen Running Schuss benutzen und schnell abhauen. Oh, kämpf einfach. Gucken wir, ja. Sorry, Spy. Hätten wir es mal eher gemacht, noch einen Ruckzuck-Hieb. Da hatten wir jetzt Glück gehabt, dass auch ein Critical-Hit war. Komm, mach ohne Was? Nee, Ruckzuck-Hieb, Alter, der wird. Du musst uns jetzt, beim also entweder tauscht jetzt ein Pokémon aus. Oh, du Wichser! Mann, Spastiel! Hier, guck mal! Super Potion! Die kann man zwar hier im Laden noch nicht mal kaufen, Alter, du Pennermann! Richtige Fotze. Warum spielen wir nochmal auf Super? Was ein Cheater, Alter! Geh mal weg da mit deinem brennenden Scheiß-Tauboger, ey! Das ist kein Pokémon-Kampf, Alter. Was ist das hier? Items bewerfen. Hier, Super Potions. Kannst du haben, Alter. Gib ihm. Ja, jetzt hat er auch Ruckzucki verwendet. Er ist doch Ich hab das Gefühl, dass Butterfliege auch keine Chance gegen ihn hat. Butterfliege, wird einfach chillt. Ich bin Raupi. Raupi ist schwach gegen Vogeltyp. Ich weiß, aber der Wille ist. Warum machst du Stringshot, Alter? Warum machst du Stringshot? Weil ich nichts anderes machen konnte. Erfolgreich den ersten Trainerkampf gefickt. Nur Bitches gehen sich heilen. Merkt euch das fürs Leben. Ja, läuft, ne? Komm, Stecher! Stecher! Er hat sie ausgestochen, Alter. So eine Scheiße. Könnte ich nochmal so ein Taubsi kriegen? Da hast du noch Taubsi. Perfekt. Nur auf der falschen Seite. Los, Nadra. Level 3. Ich weiß, du kannst das. Weißt du, warum das jetzt passiert ist? Weil du zu dumm bist, einen Namen zu schreiben. Stimmt, das liegt am... Hätte da jetzt Sandra gestanden, hätte man eine Chance gehabt. Wie viele Crits der zieht, Alter, das ist ja heftig. Ohne Scheiß, Alter, super Tauboga. Unser Pokémon beschreibt gerade unseren Kampf sehr gut, hoppla. Das Tauboga hat... Das Tauboga hat, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er das... Ich hab Falk verloren. Ich auch noch nicht, aber ist alles, es gibt für alles ein erstes Mal. Pass auf, wir kaufen jetzt Potion. Ratatatatat! Musst du sagen, ist immerhin Level 4. Ja. Wir hoffen einfach drauf, dass er irgendwann keine AP mehr hat. Und wie sie sehen sie, dass wir auch mal verlieren können. Wir zeigen jetzt einfach mal den Game Over Screen, das müssen wir auch mal zeigen. Ja. Hat er sich Mühe beigegeben. Ja. Okay, pass auf. Hat was. Wir gehen jetzt zum Shop, kaufen die Scheiße raus und ficken ihn nochmal. Ja, wir beschmeißen unsere Pokémon auch mit Potions, wenn der das darf, dürfen wir das auch, so was von. Was ein Wichser, ey. Das ist ja auch neu. Denk mal, das ist durch den Schwierigkeitsgrad. Weil so, normalerweise haben bis auf die aus der Top 4 kein Trainer wirklich mehr, selbst Arenaleiter, mehr als nur ein einziges Mal eine Potion verwendet. Und das nutzen die meistens bei ihren besten Pokémon erst. Ja, irgendwie sowas war das noch. So, Kollege, ich hätte gerne, what do you need? Ich möchte gerne einmal haben... Wow, das nur... Oh Gott, das hatte doch so ein... Gehe ich nochmal auf die Maus, Freunde? Auf die Maus, Freunde? Freunde, ich gehe nochmal auf die Maus für euch. Und dann kriege ich noch einmal. So, Potions, Antidot. Ja, der Rest ist scheiße. Wo hat der die High Potions her? Super Potion. Die gibt's hier noch gar nicht. So, einmal bitte das in die Kasse. Ist gekauft. Ja, mehr als einer, Alter. Meinst du, einer reicht? Ja, dab. Kann man das erhöhen? Ja, da unten. Zieh nochmal da rein. So, ich hätte gerne was davon. Ja, dann klick ein paar Mal auf Buy jetzt einfach. Klick ein paar Mal drauf. Ching. Ja, nicht alles Geld wegschmeißen, Alter. Okay, mit 9 Potions könnten wir gewinnen. Sollte. Wenn nicht, sollten wir vielleicht überlegen, es zu lassen. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Escape. Escape. Du immer mit deinem Escape, Alter. Escape hat hier in diesem Spiel überhaupt keinen Sinn. Echt? Ja gut, Butterfliege hat auch keinen Sinn. Wo läufst du hin, Alter? Der Kampf ist rechts. Feige Sau. Orientierungsstörungen hier. Komm mal rein hier, jetzt ficken wir den nochmal richtig. Ab ins Gym. Guten Tag. Hallo. Ah, wenigstens müssen wir gegen die nicht nochmal kämpfen. Hallo. Obwohl das war in der normalen Edition, glaube ich, auch der Fall, ne? Komm in die Sand, du Arschloch. So, egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ich benutze nur Super Potions. Das ist ein Spasti. So, jetzt aber Lieder gegen Falkner. Das hört sich immer noch an wie ein schlechter Mathelehrer. Ghost Bike. Taubsi ist ja noch kein Problem, das müssten wir jetzt schnell wegkriegen. Er kriegt's aber auch nicht. Bis jetzt, außer bei den Knofensers, hat Spike auch noch keine One-Hits gehabt, ne? Ja. Der Lutscher. Wie er einfach nur lutscht.
Oh mein Gott, er benutzt keine Potion, weil er weiß, dass sein Taubsi tot ist. Aber dass das Vieh schon Level 16 ist, Alter? War nicht das Taubsi erst so Level 9? Ich meine Level 12. Das ist schon so lange her. Level 12. Irgendwie sowas, aber noch nicht 16. Oh, komm her hier. Overpowertes Drecksvieh. Ja, übertreib. Soll ich jetzt schon eine Potion reinkloppen? Kannst du machen. Tauboga ist verbrannt, das heißt, es bekommt immer mal wieder Schaden. Tauboga ist verbrannt. Ja. Eigentlich können wir uns jetzt hier hinsetzen und chillen. Wieso halten die scheiß Potion? Achso, okay. Alles klar. Okay. Stand er gerade super effektiv? Hab ich irgendwas verpasst? Los, burn! So, Ember. Set! Brenn, du Drecksvieh. Ey, das wird ja jetzt wohl machbar sein. Pass auf, gleich wirft er wieder eine super Potion zu dem Drecksvieh. Nicht, wenn wir angreifen können. Yes! <Yeah. lacht> Toll. Dafür habe ich jetzt 9 Potions gekauft. Das war vollsinnig. Du bist wie, aber es ist immer wie so. Ein Kind mit einem 20er im Supermarkt. Ich kann mich noch erinnern, das allererste Mal, wo ich einen Fuffi bekommen habe, da war ich 11 oder 12. Das erste, was ich und Kollegen gemacht haben, ist von 50 Euro. 50 fucking Euro haben wir uns Fastfood und Süßigkeiten geholt. Wenn man sonst nichts hat. Und Panini-Sticker. Ey, Panini-Sticker waren cool. Panini-Sammelsticker hier, Digimon und FIFA 2002 und was es da nicht alles gab. Also ja, jetzt, ich tue gerade deinen Text überspringen, aber ich denke mal, du teilst mit mir die Meinung, dass wir ja, der kann uns nicht echt länger bei den Kerl sein müssen, als es nötig ist. Nee, der kann uns echt am Arsch lecken. Ja, da gibt's andere Pokémon, halt's Maul. Komm, ist okay. Du hast keine Freunde, wissen wir.